Hi, ich bin Darwin und komme aus Unna. Und ich möchte euch heute ein wenig über Unnas alte Gebäude erzählen. In Unna gibt es eine Menge alter Gebäude, die alle ihre eigene Geschichte haben. Diese und ein paar aktuellere Infos über die Gebäude versuche ich euch heute näher zu bringen. Die evangelische Stadtkirche. Das dreijochige Langhaus wurde nach 1322 erbaut. Ein Joch ist übrigens der Abstand zwischen zwei Säulen. Der Chor, also der abgerundete Teil im Osten, wurde 1396 errichtet und der Turm an der Westfront der Kirche wurde 1467 fertiggestellt. Im Inneren der Kirche sind Grabsteinplatten, die als Abdeckung von Gräbern benutzt wurden, welche in der Kirche begraben worden sind. Einer dieser Platten ist von Kaspar Schmitz, welcher am 9. Oktober 1619 starb. Er war Anhänger der reformierten Konfession, was so viel bedeutet wie ein erneuerter christlicher Glaube, zum Beispiel lutherisch. Und er war außerdem landesherrlicher Richter. Der Rest der Grabsteinplatten sind von Richtern, aber auch von Pastoren, Bürgermeistern der Stadt Unna und einige ihrer Ehefrauen und Kinder. Die Burg Unna. Die Burg Unna ist eine denkmalgeschützte Burg im nordöstlichen Teil der Stadtmauer. Sie wurde im 14. Jahrhundert erbaut. Es wird vermutet, dass der Bau von Engelbert III. Von der Mark in Auftrag gegeben wurde. Engelbert III. Von der Mark wurde übrigens schon mit 17 Jahren Graf von der Mark, da sein Vater starb. Heute ist in der Burg Unna das Hellwegmuseum zu finden. Das Highlight im Hellwegmuseum ist ein Goldschatz, welcher 1952 von Bauarbeitern in der Altstadt gefunden wurde. Der ehemalige Besitzer dieser Münzen hatte sie vermutlich um 1378 in der Massener Straße vergraben. Im Museum kannst du 230 der bis jetzt 255 identifizierten Münzen sehen. Jetzt kommen wir zu einem etwas neueren Gebäude. Nachdem das alte Rathaus 1882 abgerissen wurde, wurde das etwas extravagante Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz errichtet. Dieses Gebäude wird von vielen das Zuckerbäckerhaus genannt, da es dank der hellen Farbe und den vielen Verzierungen außen wie ein Süßwarenladen aus dem 19. Jahrhundert aussieht. Doch von einigen Leuten wurde und wird das Gebäude die Eselsburg genannt. Das hat nichts mit irgendeinem heiligen Esel oder der Eselstatue auf dem Marktplatz zu tun. Bei dem Bau des Gebäudes wurde nicht aufgepasst und es wurden die Toiletten vergessen. Dies zwang die Bewohner des Gebäudes, ihr Geschäft nach draußen zu verlagern. Also Fenster auf, Hintern raus und fertig. Dieses Eselsgeschäft fiel vom Fenster aus in die Tiefe und landete in der kleinen Gasse zwischen dem heutigen Hussel und Schnückel.